Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fishing Planet. Und ja, wir haben hier schon ein paar gesammelt, beziehungsweise eine junge und eine Trophäengröße, also von der Halsabschneiderforelle. Und ja, macht auf jeden Fall richtig Laune mit dem Narrow Spoon. Allerdings, das mit dem Shad funktioniert heute nicht ganz so gut. Ich wollte auch nochmal den Grub probieren. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Das Twitchen, sage ich mal, funktioniert hingegen. Oh, ne, seht ihr hier, das funktioniert ganz super. Und da ist der Dete auch nochmal hier. Grüße gehen raus, ne, an dich. Du schaust ja sicher hier die Episoden mal rein. Der ist auch fleißig am Angeln, also ich stecke hier auch die Leute an damit. Das finde ich auch schön. Und das macht auch wirklich Spaß am YouTuber-Dasein. Es sind ja nicht nur so die Interaktion und alles. Ja, cool, ein Weißbarsch. Sondern es ist auch einfach schön, dass ich die Leute motivieren kann, dass sie sich zum Beispiel mal wieder so ein etwas älteres Spiel angucken, was ja jetzt schon eine Zeit lang draußen ist und wo die meisten vielleicht schon sagen, ja, ne, gar keinen Bock eigentlich mehr drauf. Der Ken zum Beispiel, der hat jetzt auch wieder ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch spielt. Aber Ken Sturmig heißt er, glaube ich. Und das ist einfach schön, wisst ihr? Dass man einfach so die Leute nochmal dazu zu motivieren kann, sag ich mal, dass sie so ein bisschen das spielen und vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß dran haben. Oder dann wieder Spaß dran haben. Und das finde ich einfach schön. Das ist auch bei wie Hunter so, dass sich da manche Leute natürlich so ein bisschen motivieren kann, dass sie mal, ja, noch ein bisschen spielen. Oder vielleicht auf dem neuesten Stand bleiben. Das finde ich einfach schön. Das macht einfach sehr viel Spaß. Und das ist so, ja, ein Aspekt an YouTube, den ich wirklich sehr, sehr toll finde. Oder an Twitch auch. Allgemein so an Content Creation. Dass man einfach den Leuten auch mehr Spaß, sage ich mal, an den Spielen bereiten kann. Ne, nicht muss unbedingt, aber es ist halt eine Möglichkeit. Genau, können wir da vorne hinwerfen. Also da in dem linken Bereich, sage ich mal, da läuft es bei mir immer ganz gut. Oder da auf der rechten Seite auch. Und ja, twitchen wir mal unseren Weg hier durch. Aber ihr habt schon gesehen, also twitchen funktioniert auf jeden Fall sehr gut mit dem Narrow Spoon. Ist natürlich auch immer ein bisschen glücksabhängig, ob wir da jetzt was erwischen oder nicht. Aber ich muss auch sagen, der Narrow Spoon hält sich ganz, ganz wunderbar so im Wasser. Das ist sehr schön. Der bleibt immer so schön auf einer Höhe. Oder relativ auf einer Höhe. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Na komm. Da will gerade keiner, hä? Das ist nicht so schön. Na, vielleicht kommt ja gleich noch einer. Ein bisschen absinken lassen hier. Na, das sieht nicht gut aus. Na, das wird nichts. Dann wollen wir da hinten nochmal probieren. Also da werfe ich immer momentan sehr, 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 sehr gerne hin. Da habe ich auch wirklich sehr guten Erfolg bisher immer gehabt. Bei den anderen Stellen ist es immer so ein bisschen, ne. Aber hier. Alter, dieser Vogel, ne. Also wenn es eine Sache gibt, die am Rocky Lake richtig, richtig abfuckt, ne, dann ist es dieser eine Vogel. Den Rest mag ich ja eigentlich wirklich gerne. Und ja, da haben wir schon wieder einen dran. Muss man kurz das Mikro hier anpassen. So. Ein bisschen komfortabler. Und ja, Narrow Spoon auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen. Ist super. Bei dem Shad, den werde ich jetzt auch mal eben raus werfen. Da habe ich immer. Es ist immer so ein bisschen Glückssache. Also, manchmal funktioniert, so manchmal nicht. Und ja, hier haben wir eine Regenbogenforelle, eine schöne. Und jetzt werde ich mal eben kurz den Shad rauspacken und werde es einfach mal probieren. Habe jetzt mal den gelben dran, weil an dem weißen sind sie zum Beispiel gar nicht dran gegangen heute. Deswegen einfach mal probieren. Einfach mal schauen.
mal wieder über den Boden bewegen hier. Und da haben wir was dran. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ups, ist eher kleiner. Und das meine ich, ne? Seitdem ich den 2.0er habe, da sind halt eher auch mal kleinere dabei. Das ist eine junge Regenbogenfrau. Ich hatte noch nie eine junge hier dran. Bei dem 2.0er. Das ist unschön. Ne, aber 3.0, also 3/0 meine ich, da hatten wir ja wirklich die richtigen Brocken dran. Jedes Mal Trophäe. Da gab es ja eigentlich gar nichts anderes mehr. Da haben wir nur noch Trophäen rausgezogen. Und ich später ja sogar noch eine einzigartige. Und ja, auf jeden Fall habe ich wieder ordentlich Cash. Und kann mir jetzt auch Sachen kaufen. Jetzt bald den neuen Setzcacher, womit ich dann noch mehr Geld machen kann. Und das heißt natürlich, dass ich jetzt, sage ich mal, ja, schön auf den grünen 2 komme hier. Oh, da haben wir wieder irgendwas drin. Ich glaube, das ist wieder entweder eine Muschel oder so eine Schildkröte. Mal sehen. Haben wir uns schön verhakt. Auf jeden Fall nehme ich jetzt wieder den Narrow Spoon. Eine Schale. So. Dann werden wir hier mal... Ah, wir können auch hier vorne mal in die Richtung werfen. Da so. Da springen sie auch immer fröhlich rum. Vielleicht finden wir da eine Goldforelle oder wie die heißen. Ich glaube, Goldforelle war es, ne? Goldforellen waren es, genau. So. Twitchen wir hier mal schön nach vorne. Vielleicht erregen wir ja die Aufmerksamkeit von einem Fisch hier. Aber ich habe das Gefühl, hier links, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen Gamble. Auf der rechten Seite, da geht das sehr, sehr konstant. Aber hier auf der linken Seite, das ist immer so... Ja, mal sehen, sage ich mal, ne? Aber jetzt scheinen wir hier kein Glück zu haben gerade. Das ist natürlich schade. Aber gut, das bestätigt so ein bisschen meine Vermutung. Und zwar, dass ich hier vorne wirklich so am meisten Erfolg habe. Diese Ecke. Ich weiß nicht, was mit dieser Ecke los ist, aber wenn ich da hinwerfe, habe ich wirklich am meisten Erfolg. Und ich glaube, da sollte man bei bleiben. Also, wenn man auf jeden Fall konstant hier Bisse haben möchte. Ja, da haben wir gerade schon wieder was gehabt, irgendwas. Was auch immer das war. Twitchen wir mal schön weiter hier. Kann auch sein, dass ich mit dem Narrow Spoon gerade nicht so wirklich viel raushole. Dass er gerade nicht mehr so beliebt ist. Das habe ich nämlich auch gemerkt, dass er irgendwie zeitlich immer so ein bisschen bedingt ist. Deswegen, ich will mal eben was versuchen. Bevor wir hier noch länger, sage ich mal, rumguffeln. Ah ne, nicht M. Ich habe immer irgendwie so im Kopf, dass ich mit der M hier wechseln kann. Kann ich aber nicht. Sondern hier vorne, da möchte ich mal gucken, ob ich hier mit dem Twitch-Ding vielleicht was machen kann. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß, dass da vorne auch welche sind. Oh ja. Oh ja, sehr schön. Sehr schön, Test erfolgreich. Das ist meine zweite, ja, ich sag mal, Lieblingsstelle hier. Da gehe ich auch ganz gerne hin. Leider nur eine junge. Aber da werfen wir jetzt mal hin hier. Am besten so, ja, ich würde mal sagen, da vorne wirklich so rein. In die Spalte. Nee, aber da werfen wir jetzt mal rein. Jetzt zwitschen wir mal rum.
wenn es gerade eher anheben und fallen lassen ist. Nicht irgendwie so ein bisschen. Sag mal. Ja, irgendwie sind das Sachen im Weg oder so, wo der Köder, sage ich mal, durchgeht. Sag mal, was geht denn hier ab? Ich glaube, der Dete kämpft hier gerade, glaube ich, mit einem Fisch. Scheint ein größerer zu sein. Und es kämpft er jetzt schon eine Weile. Nee, da kommt gerade nichts, wie es scheint. Okay. Dann gehen wir wieder zum Lieblingsplatz hier. Beziehungsweise, wir könnten eigentlich mal... Kann ich von hier da reinwerfen? Na, ich komme, glaube ich, nicht ganz zu meinem Lieblingsspot. Aber wir können mal von hier werfen. Einfach mal probieren. Na, wer weiß. Vielleicht war es ja nah genug, dass wir hier ein bisschen Aufmerksamkeit erregen konnten. Ich habe da gerade schon so einen Jump gesehen. In der Nähe, aber ich glaube, das war wieder von dem kämpfenden Dete. Oh, da haben wir was. Da haben wir was. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Aber auch wieder ein kleinerer. Lässt sich relativ schnell rausziehen. Eine Junge wieder, genau. Also ein bisschen Downtime hat man da auf jeden Fall. Was wir allerdings mal eben probieren können, und da habe ich dann nicht wirklich viel getestet, ist mit dem Chat hier vorne in der Ecke. Da war ich noch nicht wirklich mit dem Chat aktiv. Da können wir mal hingehen. Oh, nicht dieser Vogel schon wieder, ey. Da können wir mal gucken, ob wir hier mit dem Chat irgendwas anlocken können. Ich meine, da ist irgendwas am Boden. Habt ihr eben gesehen, wo der dann immer so hoch wibbert. Ich weiß nicht, was es ist. Na. Dieses Mal wahrscheinlich kein Glück. Zumindest haben wir noch 16. Ah, wobei, nein. Da hätte ich mich aber gerade verhaken können, wie es scheint. Ne, auf 10 Meter wird auch nichts mehr drin sein. Aber wir könnten mal... Na, da geht das nicht weit genug. Aber wir können hier mal durchziehen. Wir können hier mal schön durchziehen. Und dann wechselt ihr mal auf weiß und geht dann vorne wieder in die Ecke. Weil da funktioniert es immer ganz gut. Sollte das jetzt hier nicht funktionieren. Bin ja sehr skeptisch. Aber ich möchte mal so durch die Mitte durch, weil da hatte ich auch schon mal einen schönen dran. Ja, Dete immer noch am Kämpfen hier. Jo, da mein. Sehr schön. Ob das natürlich jetzt ein guter sein wird, sei mal dahingestellt. Ich glaube eher nicht, weil der lässt sich ziemlich schnell reinholen. Das wird jetzt kein Dollar sein. Wieder ein kleinerer.
Ja, ein kleinerer, eine junge Halsabschneiderforelle mal wieder. Ich sage ja, die 2-0er, die sind zwar schneller dran, aber kriegt man auf jeden Fall kleinere Fische dran. Aber ich habe da so eine Idee. Lass mich mal was probieren. Und zwar haben wir auch die 7 cm hier. Und da habe ich Dings. Nehmen wir mal den weißen. Weiß 7 cm. Vielleicht liegt es auch an der Größe von dem Köder. Dass die Größeren vielleicht sagen, ne? Also mit 5 cm, ne? Damit gebe ich mich näher ab. Das könnte natürlich auch sein. Da müssten wir mal testen hier. Das ist ja wirklich so die Ködergröße. Ja, nice. 1,8 Kilo hat er da gerade rausgezogen. Hab ja gesagt, ne? So lange wie der da kämpft, wird wahrscheinlich ein nettes Teil sein. Jetzt werden wir mal eben kurz die neue Ködergröße testen. Einmal in weiß und einmal in gelb. Und ich hoffe natürlich, dass hier ein Interessent sich finden lässt dafür. Oh ja. Und wie sich da einer finden lässt. Mal sehen, wie groß der Dude ist. Den Jigkopf habe ich jetzt nicht gewechselt. Habe auch den 2-0er drauf. Nur halt ein 7 cm Shad. Und der hat auf jeden Fall hier ordentlich Feuer. Das könnte auch eine... Oh ja. Na, wobei er lässt sich jetzt schon relativ schnell reinholen. Ist aber eine Trophäengröße. Und das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, sage ich mal. Wenn man bedenkt, dass ich da eben die ganze Zeit so kleine rausgezogen habe, ne? Also anscheinend, Chat, 7 cm ist da... Na, aber wir müssen das noch ein bisschen confirmen. Also nur weil ich jetzt einmal eine Trophäengröße dran hat, heißt das ja nichts. Ja, sorry für den abrupten Cut, meine Lieben, aber ich habe gemerkt, so, ne, der Chat, der funktioniert heute einfach so gar nicht. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen mit dem Narrow Spoon twitchen einfach und ein bisschen schnacken. Und ja, wie gesagt, mein Mixer kommt heute, beziehungsweise sollte heute kommen. Bin ich gespannt, ob der heute kommt. Ich hoffe. Ist ja alles so ein bisschen, ne, verrückt in der aktuellen Situation. Da kann ich es auch verstehen, wenn da mal die Lieferzeiten nicht stimmen oder so. Da bin ich auch gar nicht böse. Ne, das ist halt momentan so. Da ist alles ein bisschen drunter und drüber. Und ja, twitchen wir jetzt auch ein bisschen mit dem Narrow Spoon hier und einfach mal schauen, was wir da dran bekommen. Mit dem anderen hatte ich auf jeden Fall eben überhaupt keinen Erfolg mit dem Shad. Der wollte einfach gar nicht mehr. Aber vielleicht haben sich die Fische auch so ein bisschen an meine Köder gewöhnt. Das könnte ja auch sein, ne? Also, ich weiß es nicht. Aber wir können mal hier vorne hinwerfen, da in die Ecke. Da haben wir auch manchmal so eine paar Forellen. Deswegen einfach mal reinwerfen. So, jetzt hier. Du. Schnappt euch den Narrow Spoon. Ah, die sind gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, beißfaul, könnte man sagen. Ah, da ist einer dran, sehr schön. Ne, kaum erwähnt man es mal. Ja, sehr schön. Boah, da ist wieder dieser Vogel, irgendwann. Irgendwann komme ich von wie Hunter Colossus Wild hier rüber, ne? Mit einer Shotgun und dann ist er ruhig. Mein Gott, ey. Was für ein Vogel ist das eigentlich? Könnt ihr das irgendwie... wisst ihr das? Sorry, ich muss mich mal eben räuspern hier. So, komm rein hier. Wird wahrscheinlich wieder eine... so eine Halsabschneider sein.
Oder ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Kämpft auf jeden Fall ganz gut. Na komm, gleich habe ich den. Komm auch, hier, komm. Und es ist eine Regenbogenforelle in Trophäengröße und damit ein würdiger Abschluss dieser Episode. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.